hier tue ich immer so, als würde ich arbeiten. Ich bin Klaus Stemmler und bin einer von 4 Sammlungsverwaltern im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Ein Sammlungsverwalter ist im Grunde genommen das, was ein Archivar ist, eben halt nur für dreidimensionale Sachen. Davon haben wir eine Menge im Haus. Und meine Aufgabe ist eben halt auch, die Objekte gut zu betreuen, zu verwalten. Meine Sammlung umfasst wahrscheinlich 120.000 bis 150.000 einzelne Objekte, die in verschiedenen Depots im Hause gelagert sind. Als erstes bin ich beauftragt worden, heute eine Vase aus dem Depot herauszusuchen, die in die Restaurierungswerkstatt muss, damit die Restauratorin ein Zustandsprotokoll erstellen kann. Die Objekte im Designregal bei uns sind natürlich ganz spannend, weil die teilweise auch irgendwie gerade erst mal 10 oder 20, vielleicht auch 30 Jahre alt sind und die Leute dann eben stehen bleiben und sagen, ach guck mal, das haben wir doch auch zu Hause. Hallo, guten Morgen. Ja, vielleicht die Leidenschaft irgendwie, um historische Dinge zu bewahren, habe ich vielleicht von meinen Großeltern übernommen, die quasi auch viel von ihren Eltern hatten. Ich bringe dir den Ausdruck aber gleich rüber, ja? Tschüss. Das ist unsere Spiegelkantine. Design Werner Panton. Hier kann man das alles noch mal sehen. Das Psychedelische, Durchgeknallte, sag ich immer. Aber herrlich. Es wird ja hier Geschichte bewahrt. Gegenstände, die Sie vielleicht noch nie gesehen haben. Es wird vermittelt. Es ist bunt. Wir haben Fotoausstellungen, wir haben Grafikausstellungen. Hier ist es nicht langweilig.